In unserem Online-Programm möchte ich heute an Hans Christian Andersen erinnern. Der Andersen-Tag war ja schon am 2. April. Das war sein Geburtstag, nämlich 1805 in Odense in Dänemark. Seine Eltern waren der Schuhmacher Hans Andersen und die Wäscherin Anne Marie Andersdatter. Bereits mit 14 zog der junge Hans Christian nach Kopenhagen. Er wollte Schauspieler werden, doch leider hatte er nicht genügend Talent. Auch zum Singen reichte sein Talent nicht. Zum Glück konnte er beim Direktor des Königlichen Theater Kopenhagen unterkommen. Er hatte also eine Gastfamilie, bei der er leben konnte. Er konnte kaum die Schule besuchen, bis ihm der Dänenkönig Friedrich VI., dem seine Begabung aufgefallen war, 1822 den Besuch der Lateinschule in Slagelsen ermöglichte. Bis 1828 wurde ihm auch das Universitätsstudium an der Kopenhagener Universität bezahlt. Schon gegen Ende seiner Schulzeit begann er, Gedichte zu schreiben. Eines seiner berühmtesten heißt »Das sterbende Kind«. Es wurde in mehreren Sprachen veröffentlicht. Nachdem Andersen sich unglücklich verliebt hatte und seine Angebetete einen anderen Mann heiratete, begann er zu reisen. Es zog ihn nach Deutschland, Italien, England, Spanien und in das Osmanische Reich. Die Eindrücke, die er in den verschiedenen Ländern sammelte, verarbeitete er in vielen seiner Märchen. Er schrieb insgesamt 168 Märchen, verfasste autobiografische Texte, Novellen, Dramen, Gedichte und Reiseberichte. Diese wurden aber niemals so richtig bekannt. Hans Christian Andersen war und ist weit über die Grenzen seines Heimatlandes Dänemark bekannt. Als er am 4. August 1875 in Kopenhagen starb, war er ein sehr angesehener, berühmter Mann. Seine bekanntesten Märchen sind die Schneekönigin, des Kaisers neue Kleider, Däumelinchen, das Feuerzeug, die kleine Meerjungfrau, das hässliche Entlein, die Prinzessin auf der Erbse. Viele dieser Märchen wurden verfilmt. Heute zählen sie zur Weltliteratur. Der wichtigste internationale Kinderbuchpreis ist nach ihm benannt, der Hans Christian Andersen Preis, der alle 2 Jahre vergeben wird. Er wird auch als kleiner Nobelpreis bezeichnet. Die Verleihung findet immer am 2. April statt, dem Geburtstag von Andersen. 1984 bekam die österreichische Kinderbuchautorin Christine Nöstlinger diese ehrenvolle Auszeichnung. Und 1990 wurde die österreichische Illustratorin Lisbeth Zwerger damit ausgezeichnet. Sie hat unter anderem zahlreiche Märchen und Geschichten von Andersen, den Brüdern Grimm, E.T.A. Hoffmann und Clemens Brentano inszeniert. Nun aber zu einem Märchen für Jung und Alt. Die Schnecke und der Rosenstock. Rings um den Garten zog sich eine Hecke von Haselbüschen. Außerhalb derselben war Feld und Wiese mit Kühen und Schafen, aber mitten in dem Garten stand ein Rosenstock. Unter diesem saß eine Schnecke. Die hatte vieles in sich. Sie hatte sich selbst. Wartet nur, bis meine Zeit kommt, sagte sie.
Ich werde mehr ausrichten als Rosen ansetzen, Nüsse tragen oder Milch geben wie Kühe und Schafe. Ich erwarte sehr viel von ihr, sagte der Rosenstock. Darf ich fragen, wann wird es zum Vorschein kommen? Ich lasse mir Zeit, sagte die Schnecke. Sie haben nun solche Eile, das spannt die Erwartungen nicht. Im darauffolgenden Jahr lag die Schnecke ungefähr auf derselben Stelle im Sonnenschein unter dem Rosenstock, der wieder Knospen trieb und Rosen entfaltete. Immer frische, immer neue. Und die Schnecke kroch halb aus ihrem Haus heraus, steckte die Fühlhörner aus und zog sie wieder ein. Alles sieht aus wie im vorigen Jahr. Gar keinen Fortschritt. Der Rosenstock bleibt bei den Rosen. Weiter kommt er nicht. Der Sommer, der Herbst verstrich. Der Rosenstock trug Rosen und Knospen, bis der Schnee fiel, bis das Wetter rau und nass wurde. Der Rosenstock beugte sich zur Erde. Die Schnecke kroch in die Erde. Ein neues Jahr begann. Die Rosen kamen zum Vorschein, die Schnecke kam zum Vorschein. Sie sind jetzt ein alter Rosenstock, sagte die Schnecke. Sie müssen machen, dass Sie bald eingehen. Sie haben der Welt alles gegeben, was Sie in sich gehabt haben. Ob es von Belang war, das ist eine Frage, über die es nachzudenken gibt und ich keine Zeit dazu gehabt habe. So viel ist aber klar und deutlich, dass Sie nicht das Geringste für Ihre innere Entwicklung getan haben, sonst wäre wohl etwas anderes aus Ihnen hervorgegangen. Können Sie das verantworten? Sie werden jetzt bald ganz und gar nur Stock sein. Begreifen Sie, was ich sage? Sie erschrecken mich, sagte der Rosenstock. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Nein, Sie haben wohl überhaupt nie mit Denken sich abgegeben. Haben Sie sich jemals Rechenschaft gegeben, weshalb Sie blühen und wie der Hergang beim Blühen ist, wie und warum nicht anders? Nein, sagte der Rosenstock, ich blühte in Freude, weil ich nicht anders konnte. Die Sonne schien und wärmte, die Luft erfrischte, ich trank den klaren Tau und den kräftigen Regen, ich atmete, ich lebte. Aus der Erde stieg eine Kraft in mich herauf, von oben kam eine Kraft und deshalb musste ich immer blühen. Das war mein Leben. Ich konnte nicht anders. Sie haben ein sehr gemächliches und angenehmes Leben geführt, sagte die Schnecke. Gewiss, alles wurde mir gegeben, sagte der Rosenstock. Doch Ihnen wurde noch mehr gegeben. Sie sind eine dieser denkenden, feinsinnigen, tiefsinnigen Naturen, eine dieser Hochbegabten, welche die Welt in Erstaunen setzen werden. Das fällt mir nicht im Entferntesten ein, sagte die Schnecke. Die Welt geht mich nichts an. Was habe ich mit der Welt zu schaffen? Ich habe genug mit mir selbst und genug in mir selbst. Aber müssen wir alle hier auf Erden nicht unser bestes Teil den anderen geben, das darbringen, was wir eben vermögen? Freilich, ich habe nur Rosen gegeben, doch Sie, die so reich begabt sind, was schenken Sie der Welt? Was werden Sie geben? Was ich gebe,
Ich spucke sie an. Sie taugt nichts. Sie geht mich nichts an. Setzen Sie Rosen an, meinetwegen. Sie können es nicht weiterbringen. Mag die Haselstaude Nüsse tragen, die Kühe und Schafe Milch geben. Die haben jedes ihr Publikum. Ich habe das meine in mir selbst. Ich gehe in mich selbst hinein und dort bleibe ich. Die Welt geht mich nichts an. Und damit begab die Schnecke sich in ihr Haus hinein und verkitterte dasselbe. Das ist recht traurig, sagte der Rosenstock. Ich kann mit dem besten Willen nicht hineinkriechen. Ich muss immer heraus, immer Rosen ausschlagen. Die entblättern nun gar, verwehen im Winde. Doch ich sah, wie eine Rose in das Gesangbuch der Hausfrau gelegt wurde. Eine meiner Rosen bekam ein Plätzchen an dem Busen eines jungen, schönen Mädchens und eine ward geküsst von den Lippen eines Kindes in lebensfroher Freude. Das tat mir so wohl, das war ein wahrer Segen. Das ist meine Erinnerung, mein Leben. Und der Rosenstock blühte in Unschuld und die Schnecke lag und faulenzte in ihrem Haus. Die Welt ging sie nichts an und Jahre verstrichen. Die Schnecke war in der Erde. Der Rosenstock war in der Erde. Auch die Erinnerungsrose in dem Gesangbuch war verwelkt. Aber im Garten blühten neue Rosenstöcke. Im Garten wuchsen neue Schnecken. Sie krochen in ihre Häuser hinein, spuckten aus. Die Welt ging sie nichts an. Ob wir die Geschichte wieder von vorne zu lesen anfangen? Sie wird doch nicht anders. Jetzt habe ich noch eine Geschichte ausgesucht, ein Märchen. Die Teekanne. Es war einmal eine stolze Teekanne, stolz auf ihr Porzellan, stolz auf ihre lange Tülle, stolz auf ihren breiten Henkel. Sie hatte etwas vorne an und hinten an, den Henkel hinten, die Tülle vorn. Und davon sprach sie. Aber sie sprach nicht von ihrem Deckel, der war zerbrochen, der war gekittet, der hatte einen Fehler. Und von seinen Fehlern spricht Mann, Frau nicht sehr gerne. Das tun die anderen genug. Tassen, Sahnekännchen und Zuckerdose, das ganze Teegeschirr würden wohl mehr an die Gebrechlichkeit des Deckels denken und von der sprechen, als von dem guten Henkel und der ausgezeichneten Tülle. Das wusste die Teekanne. Ich kenne sie, sagte sie zu sich selber, ich kenne auch meine Mängel und ich erkenne sie, darin liegt meine Demut, meine Bescheidenheit. Mängel haben wir alle, aber man hat doch auch Begabung. Die Tassen erhielten einen Henkel, die Zuckerdose einen Deckel. Und ich erhielt noch ein Ding voraus, das sie niemals erhalten. Ich erhielt eine Tülle, die macht mich zur Königin auf dem Teetisch. Der Zuckerschale und dem Sahnekännchen ward es vergönnt, die Dienerinnen des Wohlgeschmacks zu sein. Aber ich bin die Gebende, die Herrschende. Ich verbreite den Segen unter der durstenden Menschheit. In meinem Innern werden die chinesischen Blätter des Tees mit dem kochenden, geschmacklosen Wasser verbunden. All dies sagte die Teekanne in ihrer unternehmenden Jugendzeit.
Sie stand auf dem gedeckten Tisch. Sie wurde von der feinsten Hand erhoben, aber die feinste Hand war ungeschickt. Die Teekanne fiel, die Tülle brach ab, der Henkel brach ab. Der Deckel ist nicht wert, darüber zu reden. Es ist genug von ihm geredet. Die Teekanne lag ohnmächtig auf dem Fußboden. Das kochende Wasser lief heraus. Es war ein schwerer Schlag, den sie erhielt. Und das Schwerste war, dass sie lachten. Sie lachten über sie. Über sie. Und nicht über die ungeschickte Hand. Die Erinnerung kann ich nicht loswerden, sagte die Teekanne, wenn sie sich später ihren Lebenslauf erzählte. Ich wurde Invalide genannt, in eine Ecke gestellt und tags darauf an eine Frau fortgeschenkt, die um Küchenabfall bettelte. Ich sank in Armut hinab, stand zwecklos, innerlich wie äußerlich. Aber da, wo ich stand, begann mein besseres Leben. Man ist das eine und wird ein ganz anderes. Es wurde Erde in mich gelegt, das heißt, für eine Teekanne begraben zu werden. Aber in die Erde wurde eine Blumenzwiebel gelegt. Wer sie hineinlegte, wer sie gab, das weiß ich nicht. Gegeben wurde sie. Ein Ersatz für die chinesischen Blätter und das kochende Wasser, ein Ersatz für den abgebrochenen Henkel und die Tülle. Und die Zwiebel lag in der Erde. Die Zwiebel lag in mir. Sie wurde mein Herz, mein lebendes Herz. Ein solches hatte ich früher nie gehabt. Es war Leben in mir, es war Kraft. Viel Kraft, der Puls schlug, die Zwiebel trieb Keime. Es war wie um zersprengt zu werden von Gedanken und Gefühlen. Sie brachen auf in einer Blüte. Ich sah sie, ich trug sie. Ich vergaß mich selber in ihrer Herrlichkeit. Gesegnet ist es, sich selber in anderen zu vergessen. Sie sagte mir nicht Dank, sie dachte nicht an mich. Sie wurde bewundert und gepriesen. Ich war froh darüber. Wie musste sie es da sein? Eines Tages hörte ich, dass gesagt wurde, sie verdiene einen besseren Topf. Man schlug mich mitten entzwei, das tat gewaltig weh, aber die Blume bekam einen besseren Topf und ich wurde in den Hof hinausgeworfen. Liege da als alter Scherben, aber ich habe die Erinnerung, die kann ich nicht verlieren. Aller guten Dinge sind drei. Das dritte Märchen. Was die Distel erlebte. Zu dem reichen Herrensitz gehörte ein schöner, gut erhaltener Garten mit seltenen Bäumen und Blumen. Die Gäste auf dem Schloss äußerten ihr Entzücken darüber. Die Bewohner der Umgegend, vom Lande wie aus anderen Städten, kamen an Sonn- und Feiertagen und baten um Erlaubnis, den Garten zu sehen. Ja, ganze Schulen fanden sich zu ähnlichen Besuchen ein. Vor dem Garten, an dem Gitter, nach dem Feldweg hinaus, stand eine mächtige Distel. Sie war so groß, von der Wurzel aus in mehrere Zweige geteilt, dass man sie wohl einen Distelbusch nennen konnte.
Niemand sah sie an, außer dem alten Esel, der den Milchwagen des Milchmädchens zog. Er machte einen langen Hals nach der Distel und sagte, »Du bist schön, ich könnte dich auffressen.« Aber die Leine, an der der Esel angepflockt stand, war nicht lang genug, als dass er sie hätte fressen können. Es war eine große Gesellschaft im Schloss, hochadelige Verwandte aus der Hauptstadt, junge, niedliche Mädchen und unter ihnen ein Fräulein von weit her. Sie kam aus Schottland, war von vornehmer Geburt, reich an Geld und Gut, eine Braut, deren Besitz sich schon verlohne, sagte mehr als ein junger Herr, und die Mütter sagten es auch. Die Jugend tummelte sich auf dem Rasen und spielte krocket. Sie gingen zwischen den Blumen umher, und ein jedes der jungen Mädchen pflückte eine Blume und steckte sie einem der jungen Herren ins Knopfloch. Aber die junge Schottin sah sich lange um, verwarf eine Blume nach der anderen, keine schien nach ihrem Geschmack zu sein. Da sah sie über das Gitter hinüber, da draußen stand der große Distelbusch mit seinen rot-blauen, kräftigen Blüten. Sie sah sie, sie lächelte und bat den Sohn des Hauses, ihr eine zu pflücken. »Das ist Schottlands Blume«, sagte sie. »Sie prangt in dem Wappen des Landes. Geben Sie mir die.« Und er holte die schönste, und sie stach ihn in die Finger, als wachse der stärkste Rosenstachel daran. Die Distelblüte steckte sie dem jungen Mann ins Knopfloch, und er fühlte sich hochgeehrt. Alle die anderen jungen Herren hätten gern ihre Prachtblume hergegeben, um diese tragen zu können, die von den feinen Händen der jungen Schottin gespendet war. Und wenn sich der Sohn des Hauses geehrt fühlte, wie mochte sich da die Distel vorkommen? Es war, als durchströmten sie Tau und Sonnenschein. »Ich bin mehr, als ich glaube«, sagte sie im Stillen. »Ich gehöre wohl eigentlich hinter das Gitter und nicht draußen auf das Feld. Man wird hier in der Welt wunderlich gestellt, aber nun ist doch eine von den Meinen über das Gitter gekommen und sitzt obendrein im Knopfloch.« Jeder Knospe, die kam und sich entfaltete, erzählte sie diese Begebenheit, und es waren noch nicht viele Tage vergangen, da hörte der Distelbusch nicht von Menschen, nicht aus dem Vogelgezwitscher, sondern aus der Luft selber, die Laute auffängt und weiterträgt, aus den innersten Gängen des Gartens und aus den Zimmern des Schlosses, wo Türen und Fenster offen stehen, dass der junge Herr, der die Distelblüte aus der Hand der feinen jungen Schottin erhielt, nun auch die Hand und das Herz bekommen habe. Es sei ein schönes Paar, eine gute Partie. »Die habe ich zusammengebracht«, meinte der Distelbusch und dachte an die Blüte, die er für das Knopfloch hergegeben hatte. Jede Blüte, die aufbrach, bekam das Ereignis zu hören. »Ich werde gewiss in den Garten gepflanzt«, dachte die Distel, »vielleicht in einen Topf gestellt. Der klemmt, das soll ja das Allerehrenvollste sein.« Und der Distelbusch dachte so lebhaft daran, dass er mit voller Überzeugung sagte, »Ich komme in einen Topf.« Er versprach,
jeder kleinen Distelblüte, die aufsproste, dass sie auch in den Topf kommen solle, vielleicht sogar ins Knopfloch. Das war das Höchste, was erreicht werden konnte. Aber keine kam in den Topf, geschweige denn ins Knopfloch. Sie tranken Luft und Licht, sie schleckten Sonnenschein am Tage und Tau in der Nacht, Blüten bekamen Besuch von Bienen und Bremsen, die nach Mitgift suchten, nach dem Honig in der Blüte, und den Honig nahmen sie, die Blume ließen sie stehen. Das Räubergesindel, sagte der Distelbusch, könnte ich sie doch auffressen, aber das kann ich nicht. Die Blüten ließen den Kopf hängen, welkten hin, aber es kamen neue. Ihr kommt wie gerufen, sagte der Distelbusch. Jede Minute erwarte ich, dass man uns hinter das Gitter verpflanzt. Ein paar unschuldige Gänseblümchen und Wegerichpflanzen standen da und hörten mit Bewunderung zu und glaubten alles, was der Distelbusch sagte. Der alte Esel vom Milchwagen schielte vom Wegesrande zu dem Distelbusch hinüber, aber die Leine war zu kurz. Er konnte ihn nicht erreichen. Und die Distel dachte so lange an die Distel Schottlands, zu deren Familie sie sich zählte, dass sie schließlich glaubte, sie sei aus Schottland gekommen und ihre Eltern wären selber im Wappen Schottlands erblüht. Das war ein großer Gedanke, aber eine große Distel kann wohl einen großen Gedanken haben. Man ist oft von so vornehmer Familie, dass man es gar nicht zu wissen wagt, sagte die Nessel, die dicht daneben wuchs. Sie hatte auch eine Ahnung davon, dass sie zu Nesseltuch werden könne, wenn sie nur richtig behandelt würde. Und der Sommer verging und der Herbst verging, die Blätter fielen von den Bäumen, die Blumen bekamen stärkere Farben und weniger Duft. Die jungen Tannenbäume im Walde fingen an, Weihnachtssehnsucht zu bekommen, aber es war noch lange bis Weihnachten. »Hier stehe ich noch«, sagte die Distel. »Es ist, als wenn niemand an mich dächte, und ich habe doch die Partie gemacht. Verlobt haben sie sich und Hochzeit haben sie gefeiert. Es ist jetzt 8 Tage her. Ja, ich tue keinen Schritt, denn ich kann es nicht.« Es vergingen noch einige Wochen. Die Distel stand mit ihrer letzten, einzigen Blüte, groß und voll, ganz nahe an der Wurzel war sie emporgesprost. Der Wind wehte kalt darüber hin, die Farben vergingen, die Pracht verging, der Kelch stand wie eine versilberte Sonnenblume da. Da kam das junge Paar, jetzt Mann und Frau, in den Garten. Sie gingen am Gitter entlang. Die junge Frau sah darüber hinaus. »Ha, da steht die große Distel noch«, sagte sie. »Jetzt hat sie keine Blüte mehr.« »Ja, da ist das Gespenst von der letzten«, sagte er und zeigte auf den silberschimmernden Rest der Blüte, der selbst eine Blüte war. »Wie schön die ist«, sagte sie. »So eine Distel muss in den Rahmen um unser Bild geschnitzt werden.« Und der junge Mann musste abermals über das Gitter steigen und den Distelkelch abschneiden. Er stach ihn in den Finger. Er hatte ihn ja Gespenst genannt. Und der Kelch kam in den Garten und in das Schloss und in den Saal. Da stand ein Gemälde, das junge Ehepaar. In das Knopfloch des Bräutigams war eine Distelblüte gemalt. Man sprach davon und man sprach von dem Distelkelch, den sie brachten. Die letzte, jetzt silbern schimmernde Distelblüte, die in den Rahmen
hineingeschnitzt werden sollte. »Was man doch alles erleben kann«, sagte der Distelbusch. »Meine Erstgeborene kam ins Knopfloch. Meine Letztgeborene kommt in den Rahmen. Wohin komme ich?« Und der Esel stand am Wegesrande und schielte zu dem Busch hinüber. »Komm zu mir, mein Fressschatz. Ich kann nicht zu dir kommen, die Leine ist nicht lang genug.« Der Distelbusch antwortete nicht. Immer mehr versank er in Gedanken. Er dachte und dachte, ganz bis an die Weihnachtszeit hinan. Und dann zeigte der Gedanke seine Blüte. Wenn die Kinder glücklich drinnen sitzen, findet eine Mutter sich darein, außerhalb des Gitters zu stehen. »Das ist ehrenwert gedacht«, sagte der Sonnenstrahl. »Sie sollen auch einen guten Platz bekommen.« »Im Topf oder im Rahmen?«, fragte die Distel. »In einem Märchen«, sagte der Sonnenstrahl. »Und hier ist es.«